Moin. Moin. Glück auf, herzlich willkommen aus Dänemark. Wir haben uns erholt von dem gestrigen Tag in Skagen. Diese Menschenmassen, also das ist nicht unseres, absolut nicht. Also nichts gegen Touristen, wir waren ja gestern selber, oder wir sind eigentlich immer auch Touristen. Aber da war ich jetzt ein bisschen erschrocken. Wir waren in Skagen, wir haben uns das angeguckt. Ich schneide euch das jetzt mal rein, weil eigentlich haben wir schon einen Tag weiter. Ich schneide euch das jetzt mal rein, da könnt ihr mal schauen, das sind ein paar hektische Bilder. Man kann auch nicht alles verstehen, was der Wind, egal, guckt euch das an. Und bildet euch ein eigenes Bild. Bildet euch ein eigenes Macht Bild. Macht euch ein eigenes Bild. Danke. Ob ihr dahin wollt. Genau. Okay. Okay. Thanks. Thank you. Parkplatz gefunden. Ticket ist bezahlt. Auch ein etwas komisches System. Erst Kreditkarte rein und dann kriegst du dein Ticket. Und damit musst du dich dann auch wieder abmelden. Sonst musst du 24 Stunden bezahlen. Geht aber auch nur mit Kreditkarte, nicht EC. Genau, geht nur mit Kreditkarte, EC nicht. So, habt ihr gerade gesehen, was hier los ist? Ich möchte nie wissen, was hier am Wochenende los ist. Wir haben jetzt unter der Woche und ist schon die Hölle. Puh, ich hoffe, dass hier alles lohnt. Ich meine, es ist schon ganz interessant, aber ich glaube, man soll, wenn man so morgens früh um 7 vielleicht da ist oder abends um 10 Uhr oder so, dann ist es bestimmt leerer. Schaut euch das mal an. Genau. Diesen Sandwurm da nehmen, ja. Und für 4 Euro? Circa 4 Euro, 30 Kronen. Genau, rechne selber. Ja. 30 Kronen wieder zurückfahren. Leicht links abbiegen.
und dann rechts abbiegen, Sespaßweg. Friedrichshafen an der Marina. Genau, wir sind weitergefahren. Das ist nochmal ungefähr 50 Kilometer. 50 Kilometer wieder Richtung Süden. Das ist ein recht großer Platz. Ganz nett hier. War aber auch gestern schon recht voll und es kamen noch einige. Also ich glaube, der war schon gut gefüllt. Ist mit Fährentsorgung, Strom kostet extra. Ist wieder das gleiche System wie am Hafen in Sunda sowieso, wo er da am Hafen stand. Mit der Karte. Im Urlaub. Wir vergessen auch vieles. Ja, die sind auch immer so schwierig auszusprechen. Die können ja nicht mal einfach Dortmund, Recklinghausen, Mahl heißen, die Städte, dann wäre es einfacher. Ja. Das gleiche System, man bezahlt am Automaten, kriegt dann so eine Karte raus, da ist dann Stromkontingent drauf, was man bezahlt, Pfand ist drauf und wenn man die Karte nachher wieder abgibt, dann rechnet der runter, was an Strom verbraucht ist und dann Pfand kriegt man zurück. Kann man mit der Karte bezahlen, EC-Karte geht auch. So, und dann waren wir ja gestern. Gibt aber dann in Kronen wieder den Rest zurück. Wir waren aber gestern hier in der Marina noch nett essen. Jo. So ein dänisches Smørrebrød, sag ich mal. Mit Fisch, Krabben-Topping. Pah, lecker. Sehr, sehr lecker, ja. Ja, das ist alles schon sehr qualitativ, sehr hochwertig. Muss man schon sagen. Ja. Aber egal. Muss auch mal sein. Ja, sicher. Der Tag heute. Wir reisen gleich weiter. Wir haben jetzt schön gefrühstückt und dann fahren wir nach den Marianengraben. Ne, wie heißt das Ding? Fjord? Margaritenfjord. Margaritenfjord. Okay. Da auf jeden Fall zu den Salzbänken. Oder genau. Salzherstellung. Salzcenter oder bekannt. So. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Und dann wollten wir weitermachen zu diesem Apfelgarten. Apfelgarten? Nee, der ist doch. Da ist, ja, die Ecke Dürsenland. Wo ist mein Gedächtnis? Ich habe da oben deine. Wir haben hier so eine ganz neue Paper-App. Von 1867. Kann ich nur empfehlen. 1867. Die funktioniert immer, auch ohne Netz. Genau. Tadadä. Weil wir waren ja schon mal in Dänemark. Ja. Allerdings in einem Ferienhaus. Meine Sehhilfe ist auch weg. Wenn ich raus bin mit dem Hund und der Chef macht Frühstück, dann ist danach alles erstmal weg. Nee, der Chef räumt nur auf. Aber ich finde nichts wieder. Das ist das Problem. Weil ich das so gut aufräume. So. Jetzt sind wir. Genug gekeift, jetzt geht's weiter. So, nach. Also das eine Mariagafjord. Da sind die Salzcenter. Genau. Und dann nach Djursland. Genau. Da gucken wir mal, was wir da finden. Das ist doch dieser Apfel. Ja, das ist. Nicht Apfel, wie heißt das denn? So ein Park, ne? So ein. Meerumspülter Apfelgarten. Ist eine Halbinsel. Ein meerumspülter Apfelgarten. Die ist bekannt für Obstplantagen und Felder und Wälder und. So nämlich. Glasmuseum.
So, und da fahren wir gleich hin. Genau. Und wenn ihr mögt, bleibt dabei. Ne? Genau. Also, wir räumen jetzt auf und müssen noch spülen. Ja. Kostet 98 Kronen. Hunde sind nicht erlaubt. Oh. Als Info dahinter gibt es ein leckeres Café, Grill und Räucherei. Also wo ich da so in der Kürze gesehen habe, sieht halt alles sehr lecker aus. So, was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir. Mit unserem Hund. Ja, ich meine, das ist auch nicht groß, ne? Da jetzt alles in allem. Ich würde jetzt einfach zu dem anderen Stellplatz fahren. Wir suchen uns erstmal einen Stellplatz. Genau. Weil Wetter ist jetzt auch nicht so schön. Nö. So ein bisschen am. Gucken wir mal. Dann machen wir mal einen ruhigen heute. Käffchen und Kuchen vielleicht. Ja. Sehr schön. Hier bleiben wir. Erstmal. It's raining. So. Ja. So. Man sieht mich nicht. Man sieht mich doch. Man sieht uns. Keine Ahnung. So. Aber wir haben uns das ja ein bisschen gemütlich gemacht. Wir haben ja gesagt, wir fahren jetzt ein Stückchen weiter. Zu dem Stellplatz, ne? Ja. Der ist sehr, sehr schön. Mein Gegenlicht ist immer ein bisschen blöd, ne? So, auf jeden Fall, der ist sehr schön. Aber das kann auch sein, dass die Kamera verstellt ist, weil Frauchen hat die gerade fahren lassen. Bis so. Ja. Schrubbelig gefahren, als sie umgekippt. Schrubbelig. Also ehrlich. So, aber es regnet. Ja. Es stürmt ein ganz kleines bisschen. Und? Yummy, yummy, yummy. Kaffee und Kuchen gibt's. Und
Lob heute ein Mittagsschläfchen. Ja, bei dem Wetter machen wir nicht viel, sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, wenn ich jetzt müsste, würde ich rausgehen. Ich war gerade schon draußen. Ja, du hast ja auch einen Hund. Ne? Wer einen Hund hat, der muss raus. Dann alles gut. Ich war auch schon draußen, da habe schon Strom angeschlossen und Stützen runtergemacht, alle auf Keile und alles. Ja, ja. Auch draußen. Ja. Nee, also der Platz, der ist wundervoll. Also wirklich ganz wunderbar. Sobald das ein bisschen trocken ist, gehe ich nach draußen und zeige euch das. Echt. Mhm. Das hat hier Fräulein Schnickschnack, Fräulein Parkvorneid, Fräulein Stellplatz Schnüffelnase perfekt gemacht. Ja, und diesmal haben wir sogar WLAN, was auch funktioniert. Auf den letzten war auch WLAN, funktioniert aber nicht. Selbst nicht mit diesem Code, der da auf diese Billett, auf diese Quittung stand. Nee, wir machen jetzt mal ganz in Ruhe und ganz in schön und jetzt essen wir erstmal Kuchen. Mhm. Genau. Und genießen die Regentropfen. Hört sich ja immer wieder schön an. Ne? Ja, schlag mich tot, ich find's gemütlich. Und solange es hier drin trocken ist, ist auch alles schön. Natürlich. Hallo. Dach ist zu. Kein Cabrio. So. Und sein Ziehsohn Kevin A. haben das brutale Morde gemeinsam verübt an einem Geschäftspartner von Bord. Oh, nimm ihn noch. Nimm ihn noch eins. Auf einem Pferdehof in Hillelöpte. Der Mord an einem Nachbarn des Hillerhofes sei nur Jörg W. nachzuweisen. Gemordet wurde laut Urteil vor allem aus Habgier. Jörg W. war notorisch klamm und brauchte Geld. Von ihm zeichnete das Gericht das Bild eines Mannes, der sein Leben in Lügen gehalten und Posen aufgebaut hatte. Er habe sich als ehemaliger Fremdenlegionär inszeniert, obwohl er dort als untauglich entlassen worden war.